Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und einem neuen Video meinerseits. Wir sind unterwegs heute in, oh mein Gott, ich werde überfahren, in Geldern. Wir haben das Pfingstwochenende. Es gibt natürlich kein anderes Wochenende im Jahr, wo so viele Kirmesplätze auf einmal sind. Die zeigen wir euch natürlich nicht alle, wir fahren auch nicht rum. Aus diversen Gründen haben wir auch nur Zeit für einen und das ist in dem Fall Geldern. Und was hier geht, zeigen wir euch jetzt. Wir haben jetzt hier gerade geparkt. Erfahrungsgemäß kannst du irgendwie in ganz Geldern parken. Vor 3-4 Jahren war es ungefähr, da waren wir schon mal hier, da haben wir auf irgendeinem Schulhof gestanden. Also fahrt einfach nach Geldern und stellt euch irgendwo hin, sobald ihr irgendein Fahrgeschäft gesehen habt und ja, ab auf den Platz jetzt. So, wir sind jetzt auf dem Kirmesplatz. Du kannst ja von verschiedenen Seiten reinkommen. Wir sind jetzt, ich weiß nicht von welcher Straße aus, wo die beiden Tankstellen aus sind. Und direkt als allererstes steht vorne Jekyll und Hyde, KMG Speed von Bethel Thelen. Der, haben wir ja schon mal eine Aufbaureportage euch auch gezeigt, eine ausführliche. Braucht man ja gar nicht mehr viel zu erzählen. Finde ich aber cool, wenn du die Straße hier hinläufst, dass du quasi auf die Straße rausdreht bei den ganzen Überschlägen. Daneben ist das Geisterhaus, ein gruseliger Walkthrough und eine große Kinderschleife direkt daneben. Natürlich gibt es hier reichlich Reihengeschäfte und Gastronomie, ist ja klar. Wenn man dann noch ein Stück weiter geht, hinter mir dann ein großes Riesenrad. Und gegenüber davon steht Willy der Wurm. Big Apple, Wacky Worm. Und noch ein Stück weiter ist auch noch ein Crazy Bus, ein sehr schön gestalteter Crazy Bus für die Kiddies. Und das alles ist nur auf dem ersten kleinen Stück. Es geht noch einiges weiter, aber dazu kommen wir dann jetzt gleich. Okay, wir sind weitergegangen. Das Ganze teilt sich dann auf in zwei Wege quasi. Und wir haben uns dann für den rechten Weg entschieden. Eigentlich nur mit Reingeschäften. Fahrgeschäfte ist auf der anderen Seite noch. Dazu kommen wir dann später. Ich baue so den Spannungsbogen auf, damit ihr bis am Ende dran bleibt, damit ihr die letzten Fahrgeschäfte auch seht, wenn wir wieder zurückgehen Richtung Auto. Nein, hat sich einfach so ergeben, weil das in dem Moment die Laufrichtung war, wo die meisten Leute langgegangen sind.
Am Ende von diesen zwei Wegen kommt man aber aus am Breakdance, das Original von Vesper Dreamann, der hier wirklich, wie auch schon vor das letzte Mal, als wir hier waren, voll angenommen wird, voll überrannt wird und alle sich um eine freie Gondel streiten. Trotzdem aber lange fährt und nicht einfach nur so kurz anfahren und ja, sind ja gute Leute, die wieder fahren wollen, sondern auch anständig lang unterwegs ist und auch ein anständiges Programm fährt. Ne? Also anständig steuert, ist ja kein Programm. Dann sind wir noch ein Stück weiter gegangen. Kommt vom Schneider, der Autoscooter, der ja jetzt den neuen Drifting-Chasen haben soll. Haben soll, weil wir haben uns jetzt zwei komplette Runden angeguckt. Und es war keine Runde mit driftenden Chaisen. Ich werde gleich mal nachfragen, wie das denn aussieht. Es hängen auch draußen Flaggen dran, hier Drifting Cars neu. Selbst wenn das dann irgendwie dazu geschaltet wird, ist es ja so, dass gefühlt für mich momentan das Ding gerade zu voll ist. Viel zu viel Chaisen drauf sind. Und was ich halt schade finde, als wir auf der Intershow waren, war auch immer nur zu jeder vollen Stunde eine Vorführung von den Drifting Cars. Das haben wir jedes Mal verpasst. Und hier fahren sie jetzt auch nicht. Vielleicht fahren die auch hier zu jeder vollen Stunde nur mit dem Drift Mode, weiß ich nicht. Und ganz groß, wenn man auch ein Stück weiter geht, läuft man direkt drauf zu, hinter mir Best XXL von Cineca, eine riesige KMG-Schaukel, die ja, riesig ist. Und davon zeigen wir euch auch noch ein paar Aufnahmen, noch ein paar andere Impressionen vom Platz und gehen natürlich noch weiter. Direkt neben Best XXL steht natürlich auch ein Funhaus, ein Laufhaus, in dem Fall Big Bamboo. Nicht Coco Bongo. Coco Bongo war die Nachmache aus Frankreich, die wir schon mal in einem Video gezeigt haben. Und dann hast du auch mal die Stichstraße hier rein, wo der Magic Fly steht. Magic Fly ist ein ja, Scheibenwischer. Sieht, finde ich, also ich habe den noch nie gesehen, aber für mich sieht er sehr, sehr steril aus. Was ich natürlich ein bisschen cool finde, ist, dass der irgendwie höher gebaut ist und du die Speaker auch unten drunter hast. Und was ihr nicht sehen könnt, ist aber, dass die ganze Zeit hinter Uschi und der Kamera jemand links und rechts rumläuft und sehr interessiert daran ist, wie die Kamera filmt. Geil. Und ansonsten sind hier nur noch Laufgeschäfte, sage ich schon wieder, das ist das falsche Wort. Reihengeschäfte. Laufgeschäfte sind was anderes. Also Laufgeschäfte nicht, Laufhäuser. Die Straße runter, dann war's das. Aber hier vorne rein ist noch ein Platz und da gehen wir jetzt hin. Okay, jetzt sind wir auf diesem kleinen, ich muss aufhören mit okay und mit so anzufangen bei den Takes. Auf dem kleinen Platz, den ich euch ja noch ein bisschen angeteasert habe, gibt es so eine kleine Balloonfahrt und ein paar Spielbuden. Und dann ist ja hier mal so eine große Attraktion nochmal und das ist in dem Fall der Piratenfluss von Schneider. Und er ist der River Shore wilde Wasserbahn, ein Logflume. Gott, es ist zu warm und ich bin nicht fit genug heute. Ja, dieses klassische Layout, aber wie man es halt kennt, unfassbar viel Thematisierung dabei. Wir hatten auch schon mal ein Interview mit Herrn Schneider zum Piratenfluss.
Was ja inzwischen auch neu ist, das habe ich in Recklinghausen euch noch nicht erzählt, weil ich in Recklinghausen gar nichts erzählt habe, sondern nur einen Vlog gemacht habe, war, dass jetzt in dem Totenschädel, wo der erste kleine Drop durchgeht, auch Bildschirme jetzt mit drin sind, LED-Screens, wo du halt entweder wie Piratenfluss einblenden kannst oder auch einfach den böse Augen machen kannst, rote Augen machen kannst. Du hast halt einen Animatronic, du hast die Station, ist ein großes Schiff, überall sind Figuren, Deko, die Kanone qualmt, Wasserspiel überall. Also es ist echt Wahnsinn, wie viel Krempel er einfach mitschleppt, um das Ganze schön zu thematisieren. Und das ist halt eine reisende Wasserbahn, das darf man auch nicht vergessen. Finde ich wirklich sehr beeindruckend und sehr schön und möchte ich hier einfach nochmal appreciaten, dass es so nice ist, meiner Meinung nach. Und wir gehen weiter. Aber eine Sache, die hat nichts hier mit zu tun, sondern da vorne mit. Krepp, Meter 1 Krepp. Was soll Meter 1 Krepp bedeuten? Was ist das für eine Grammatik? So, ich werde jetzt nochmal hier am Autoscooter von Schneider mit den neuen Drifting Cars. Da haben wir nochmal geguckt, es hat schon wieder nichts passiert. Da habe ich natürlich erstmal nachgefragt, ich wollte ja wissen, was jetzt los ist. Funktionieren tut es. Das Problem ist aber, dass erstmal die Leute damit noch nicht so ganz klarkommen. Es kommt noch ein Infofilm vorne, der dann erklärt, wie das Ganze funktioniert. Dann sind jetzt gerade halt viel zu viele Familien unterwegs. Es ist halt vormittags, Mittag, wir haben jetzt schon Nachmittag gerade. Aber es sind zu viele Familien unterwegs, die jetzt gerade fahren. Und es funktioniert auch nicht zu 100%. In ein, zwei Wochen ist es dann komplett ausgereift und dann geht es auch 100%ig. Er hat das gerade mal kurz angemacht, damit wir uns das mal angucken konnten, eben von außen. Es ist ja auch nicht bei allen Chasen, sondern nur bei den neueren. Es sieht auf jeden Fall nice aus. Sehr interessant, sehr spannend, aber man hat auch instant gesehen, dass die Leute nicht wussten, was jetzt tun sollen, was passiert und sehr überfordert damit waren. Also gehen wir der ganzen Sache noch ein, zwei Wochen, dann werden wir das testen und euch dann auch hier erzählen auf dem Kanal, wie es funktioniert. Deswegen solltet ihr diesen Kanal übrigens abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir gehen jetzt weiter zu den anderen Geschäften. Sind wir noch weitergegangen und am Final die beiden letzten Fahrgeschäfte und zweimal den Rock Express, halt ein Mackwrights Berg- und Talbahn, Raupe, Musik Express, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt, und echt direkt daneben, also so viel Platz dazwischen, ist auch noch der Ghost Rider von Löffelart, wieder mal ein Geschäft, wo es auch ein separates eigenes Video zu gibt hier auf dem Kanal. Und egal wann ich anfange zu reden, es ist vorher ruhig, ich fange an und schon werden sämtliche Hupen und alles gedrückt. Hauptsache es ist laut. Und ja, oder ich sage das gleich draußen, wenn es nicht so laut ist. So, wir sind jetzt durch. Wie ihr bestimmt gesehen habt und wie ihr es erkannt habt, ist Geldern natürlich eine Innenstadtkirmes. Was ich ziemlich faszinierend finde, ist, es sind glaube ich drei Tage nur halt über dieses Pfingstwochenende und trotzdem hast du so viele und vor allem teilweise auch so große Fahrgeschäfte, die hinkommen. Aber wie ihr es auch seht, die Fluktuation an Gästen, an Leuten, die hinkommen, ist halt auch wirklich krass. Ich habe es hier noch nie leer erlebt. Okay, wir waren jetzt zweimal hier. Wow, was eine Referenz.
Aber das Ding ist halt auch bekannt überall und es ist selbst der Piratenfluss baut hier auf für die drei Tage. Und was ich halt an Innenstadtclubs immer so geil finde, einfach diese anderen Gegebenheiten. Allein, also das beste Beispiel, Vespa Drehermann, direkt an dem nächsten Gebäude quasi dran steht da der Breakdance. BestXXL schaukelt an. Heißt ja nicht Dreher, Vespermann? Was hab ich denn gesagt? Vespa Drehermann. Hab ich das? Ja. Wenn ich das gesagt habe, heißt sie Dreher Vespermann. Sorry. Vielleicht heißt er es auch anders. Ich sollte solche Dinge sammeln für ein Outtake-Video, was Ende des Jahres bekommt. Gut, jetzt bin ich auf jeden Fall... Ja, nee, ist auch richtig so. Also nein, aber ja, also... aber coole Kirmes, cooler Platz. Wenn ihr das Video seht, ist der letzte Tag. Und das kommt 18 Uhr online. Das heißt, ihr habt nur noch ein paar Stunden, wenn ihr das jetzt gesehen habt. Rennt! Oder kommt nächstes Jahr wieder. Ansonsten bleibt es auch nicht mehr viel zu erzählen. Wir sind noch nichts gefahren, war jetzt nichts bei, was mich irgendwie so angesprochen hätte, dass ich jetzt richtig Bock gehabt hätte, das zu machen. Ich mag es ja nicht, wenn sich das alles so dreht, aber ich mag Kirmes manchmal. Ja. Eure Meinung dazu, vor allem zu der Beschickung, gerne in die Kommentare. Und ansonsten bin ich jetzt raus, seht ihr coolsten, euer Brofist Review Videomagazin.